bin hier in der Thermalquelle an der Langaritza. Das ist, glaube ich, der 13. oder 12. März 2015. Wir sind im ORF, Zeit im Bildteam. Und das ist die Thermalquelle. Und da hinter mir ist jetzt die Langaritza. Ein kleiner Wildfluss, der in die Viosa fließt. Und das Besondere ist, dass hier sozusagen auch eine alte ottomanische Brücke ist. Dahinter ist ein Canyon, da kommt die Langaritza raus. Fließt dann in die Viosa da unten. Aber nicht mehr lange, denn ein österreichisches Unternehmen baut hier ein Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk mitten im Nationalpark. Wir sind hier also im Nationalpark. Und leitet das Wasser ab. Also in Zukunft wird hier nichts mehr fließen. Vielleicht auch nicht mehr diese Thermalquellen. Aber who knows? Auf jeden Fall, der Bach wird umgeleitet in Pipelines, wird durch Täler und durch Berge gebohrt, die Pipelines, um dann weiter unten Strom zu erzeugen. Und das mitten im Nationalpark mit internationalen Geldern der Weltbank, aber eben auch mit Entwicklungshilfegeldern von Österreich, von der Kontrollbanktochter Österreichische Entwicklungsbank. Ja, so viel zu Umweltstandards. Im Internet stehen alle, wie hoch die Umweltstandards sind. Hier wird das alles mit Füßen getreten, aber solange wie es keiner merkt, ist es denen wurscht.